Sehr verehrtes Publikum, klasse, dass so viele hier sind. Ich freue mich über euch. Bevor wir in den Tag starten, kurz zu mir. Mein Name ist Martin Emrich, bin 45 Jahre alt, gerade geworden. Und mit 45 ist man so in der Mitte seines Lebens. Und da hat die Midlife-Crisis auch bei mir zugeschlagen. Ich erwische mich immer häufiger dabei, dass ich mir so Fragen stelle wie, was ist der Sinn des Lebens? Was ist deine Bedeutung für die Gesellschaft? Ja, was ist denn dein Status in der Gesellschaft? Und dann bekam ich gestern Post von der Lufthansa, die hat mir die Frage beantwortet, was mein Status ist. Da stand in dem Brief, Ihr Status ist Frequent Traveler. Also mein Status ist Frequent Traveler. Okay, was heißt es jetzt für mich und beantwortet es wirklich meine Frage? Naja, so ein bisschen. Ja. Ich bin tatsächlich sehr viel unterwegs. Frequent Traveler heißt für mich auch sehr viel Einsamkeit. Ja. Ganz viel Taxi, Hotel und so weiter. Gibt es an den Flughäfen nicht immer diese Sicherheitskontrollen? Hätte ich überhaupt keinen Sexualleben. Ja. Aber zum Glück gibt es die noch, weil wir alle sehen uns nach Berührung, nach Zärtlichkeit. Und als Reisender hat man zumindest die Sicherheitskontrolle. Wenn ich dann rauskomme aus dem Flughafen, laufe ich immer wie in Trance direkt zum Taxistand und setze mich rein und sage zu dem Taxifahrer, fahr los! Und der Taxifahrer sagt, wohin? Und ich sage, das ist jetzt eine ziemliche Frechheit, diese Frage. Und er sagt, wieso hin? Ich muss doch wissen, wo ich sie hinfahre. Dann sage ich, Moment mal, ich bin Dr. Martin Emrich, Speaker, Berater und Coach. Ich werde überall gebraucht, also fahren Sie nicht irgendwo hin. Ärgert man sich schon am frühen Tag, wenn der Taxifahrer fragt, wohin? Ja, überall werde ich gebraucht. Wenn ich dann beim Kunden bin, ist es meistens sehr sympathisch, vor allem im Ausland arbeite ich sehr gern, macht dann auch wirklich Spaß, dann nennen mich die Leute auch einfach nur Martin und das finde ich cool. In Deutschland ist das alles ja ein bisschen förmlicher, vor allem bei Banken und Versicherungen, wo ich arbeiten darf, da sagen die, ah, schönen guten Morgen, Herr Dr. Martin Emrich. Haben Sie gut hergefunden, Herr Dr. Emrich? Hier ist Ihr Parkplatz, Herr Dr. Emrich. Möchten Sie einen Kaffee, Herr Dr. Emrich? Dann sage ich, Leute, das ist doch nicht Augenhöhe. Ja, hier immer mit diesem Dr. Emrich, das ist mir viel zu förmlich. Und dann sagt der Kunde, okay, das heißt, ich lasse den Doktor weg. Und ich so, nee, lass das Emrich weg. Sag doch einfach nur, Herr Doktor. Und dann ist es schön, dann ist es auf Augenhöhe und dann macht auch das Arbeiten Spaß, wenn man einfach so gut gemeinsam klarkommt.